Im Game Pass und das, wie gesagt. Danke, weil ich mit das nur am Rumspacken bist, lol. So. Hallo YouTube! Wir machen mal weiter, so ein paar Nebenquests rumsabbeln. Eine Sekunde. Achso, ich muss erstmal Lager öffnen. Lager erstellen, Passcode. Lager einstellen. Ach hier. Mach's bitte schnell. Was auch immer, dass du da gerade machst. Nein, nicht Katze. Okay. So. Unruhige Gewässer. Ah, oha. Todo zum Nakan Mitsuzune. Sag mal was. Ja, hallo. Bist du sehr leise oder mein Game ist sehr laut? Donner, Donner ist auf alle effektiv. Donner! 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 So, ich bin bereit. Warten alle nur auf dich. Ja, saftig. Warten alle nur auf dich. Ja, ich brauche nur eine Minute. Was nommen sie gerade? Schon wieder? Fette Sau. Oyster Schokolade. Schweine. Ich höre dich ständig auf dem Dach rumrennen. Und wenn er so, nee, hätte ich irgendwie was gedrückt. Aber da, aber da wundert es mich, dass die Insel in Sea of Thieves aber noch existiert. Wenn es keinen Battle Royale mehr gibt. Die Insel existiert aber da. Neben Reaper's Hideout. Und da drinnen ist man aber, wenn man das Battle Royale, wo Gronkh damals gemacht hat. Genau da drinnen ist man dann aber auch. Da wundert es mich jetzt, warum das Gebäude noch existiert und die Insel und so. Thank you.
Ob man vielleicht doch mit der Insel irgendwas anstellen kann, mit dem Gebäude noch? Weiß ich nicht. Wenn man mal rein kann oder so? Warte, oh, oh mein Gott, wir sind hier auf der speziellen Karte. Die hier waren wir doch schon mal. Als ja, diese Epics kamen. Ja. Let's go! Whee! Oh. Alter. Oh, voll cool mit dem. Komm nicht hinterher, lol. Wo ist denn dieser. Da! So bitte dämlich. Blind wie eh und je. Erinnert mich komplett voll an Monster Hunter World, weil ich den da zum ersten Mal, also den gab es ja auch in Monster Hunter World zum allerersten Mal. Aber der sieht einfach da auch genauso aus, irgendwie lustig. Der stinkt nach Pech. Aber anders als in Monster Hunter World, man kann seinen Schlamm, glaube ich, nicht abmachen. Ah doch, kann man. Aber insgesamt, nicht einzeln. In World konnte man ja einzeln, wegen den ganzen Schwachpunkten und den ganzen Körperteilen, die man verbunden kann. Hier geht's nicht und daher wird das Schlamm insgesamt abgemacht dann. Lustig mit den Unterschieden von Spiel zu Spiel. Lol, kämpfen wir mal bitte hier weiter, hier kann man schlittern. Ja, weiter, endlich. Bei World hatte man bei der Morph-Axt, auch wenn man den Move mit der Axt, damit er die kräftiger wird, muss man den Move einfach nur ausführen. Ist egal, ob man das Monster trifft oder nicht. Hier muss man das Monster treffen, damit es einen Stärkeboost bekommt. Die Morph-Axt. Er wäre fangbar oder so. Minuten, relativ gut. Ist das überhaupt mal hochrangig gewesen jetzt? Ja. Dann waren wir relativ gut mit der Zeit. Die sind doch wahrscheinlich genervt.
Na, ist auch einfach nur ein schwaches Monster auch. Ja, Hase. Mhm. Oh, hier ist eine Spinne. Der nächste. Was hackst du da so? Der ist so, der nächste wo? Oder? Ey, man könnte den Summerkant eigentlich als Sirene abstempeln, ne? Das ist auch eine Sirene. Voll lustig. Ja, Kräfteboost. Ja. Kämpf mal bitte mechanisch gegen Spiel. Halt die Schnauze, du. Schlafe. Nein. Yes. Nicht schleifen. Ja. Oh, das ist kacke. Schlaf. Steh auf! Geil! Na, komm doch mal her, so man kann. Oh, das war ein guter Move. Null. Ja, ich hab's gerade perfekt getroffen, deshalb. Fangbar. Hast du dann auch noch eine Falle? Nee, habe ich nicht dabei. Ich habe ein anderes Objektset mitgeschleppt, deshalb. Jetzt kommt der Mizuzune. Ein Mizuzune? Ist aber wirklich ziemlich leicht. Wir haben die Quest doch schon mal mit 3 Epixen gemacht, glaube ich. Ja.
mag die Kampfmusik, die hier läuft, zwar was anderes. Diese Zone-Kampfmusik hätte ich aber auch mal wieder gern gehabt. Wird das hier überspielt? Die habe ich auf dem Handy. Verteidigung brauche ich nicht wirklich. Aktivierst du den Fisch schon? Ja, da hinten kämpfen wir eh nicht. Besser an der Schräge, da kann ich mehr austeilen. Da ist er. Wo? Ach da. Links von dir. Nochmal gleich Marionettenkäfer. Ne Spinne. Ja, dann schleuder ihn zu mir. Oh, ernsthaft. Direkt weggehüpft ist der. Wie leidet das Viech heute? Ja. Weil ich hatte auch eine ziemlich gute Trefferrate gerade gehabt. Nein, es ist ah. Alter, schlittert er hier. Au. Fangbar. Also, es wäre fangbar. Dann stagger mich nicht. Ich war gerade in einer Combo. Also, vom. Ja, aber trotzdem ist es trotzdem immer nervig, wenn man zweimal hintereinander weggestaggert wird. Ja, Entschuldigung. Obwohl man was in eine Falle legen will und so. Ja, ich weiß, Entschuldigung, hab ich aber nicht mitbekommen. Hättest du beim ersten Mal schon sagen müssen. Kamura, ja. Vielleicht heißt es anders. Wie viele Büfernedelsteine hast du wieder, hä? Auch Ticket? Ticket für Dekorrüstung. Perfekt wie ein Bad im Ozean geeignet ist. Wahrscheinlich Xenoblade 2. Die Tauchrüstung von Rex.
Oh, das kann sein. Tom, get you down. Get you down, richtig, get you down. Aber als ich die Zeit lang weg war, also du weißt, ja, vorhin weg, so Urlaub. So richtig down. Hab ich das mal gespielt, also so länger angezockt, weil da hätte ich keine sich über das down beschwert. Es ist ein schönes Spiel eigentlich. Down. Paar Tage mit Rayang. Zwei Groß-Vorgis und ein Rayang. Freust du dich? Ja, ich auch mich nicht. So, Explosion, Eis. Ja, nee, das ist nicht die von Rex. Das ist die normale, die Sommerrüstung. Ich nehme Explosion. Wenn ich so ein Set überhaupt habe für Explosion. Nö. Explosion habe ich mir nicht gemacht, der Statuseffekt. Schlaf, Lähmung. Es sind zwei Großfroggies. Ich würde direkt auf Lähmung gehen. Das ist einfach nur du. Du musst doch wissen, was gegen dich selbst effektiv ist. So. Statuseffekt. In der Arena? Das ist not gut. Das ist sehr gut. Ich liebe die Arena. Das ist not gut. Warum? Der Rayang ist noch nicht da, also los. Schnell, schnell. Eins nach dem anderen auslöschen hier. Auslöschen, Alter. Nee, eins nach dem anderen hier direkt. Ich mal auf den anderen Froggy kloppen oder zusammen auf einen? Zusammen auf einen. Oh, ich liebe die Musik. Ich auch. Achtung, Broggy gegen Broggy. Ich hab beiden geschadet gleichzeitig mit meiner. Ich auch. Entschuldigung. Aber ich habe gerade beim Hammer voll aufgeladen, hat diesen Doppeltreffer gehabt bei dieser A-Ulti. Und das zweimal. Das fühlt sich immer nur gut an. Na komm, Broggy, ich warte. Wir können dafür sorgen, dass sie sich gegenseitig angreifen. Ich gehe erstmal auf den Kleinen. Hab einen betäubt. Young. Alter! Ich werde gleichzeitig betäubt.
Das ist gar nicht gut. Das ist der Furiose, wie der heißt, keine Ahnung. Ich habe aber Blitzbomben und Fallen dabei. Wir können die Broggies gegen den benutzen. Nur dafür sorgen, dass sie sich jetzt schön weit gegeneinander batchen. Also einfach nur bei denen rumstehen, die Rayangas machen lassen kurz. Die werden einfach nicht mautbar, Alter. Boah. Der eine ist fangbar, aber ich weiß nicht welcher. Ja, das ist ein Rätsel. Kann das sein, dass die Monster in der Arena nicht mountbar sind, die gerade? Das ist irgendein Special Street Fighter Quest ist? Ja, der ist tot. Weiß ich nicht. Kann sein, weil so viel wie die schon aufeinander eingeschlagen haben. Steht nichts davon da. Ich komme drüber zu dir. Nein! Ich bin nicht mit dem Rayang alleine, ich hab's nicht drüber geschafft. Ist ein Monster. Toll. Du bist besser gegen den Reihe. Der Robby ist fangbar. Den hole ich mir. Ist gut. Ich versuche es zumindest. Ich hab gut reingehauen gegen den Rayang. Froggy gefangen.
Ich hoffe, meine Falle hat dir gerade durch Zufall geholfen. Oh no. Ich muss hier irgendwo schleifen, ohne dass der Rayang auf mich kommt. Hilfe! Halt mich! Hast du gesehen, wie ich aus der Luft gewitzt hab? Ja. Lol, wenn man auf den Schwanz hat, kommt er echt viel schneller aus dem Wutmodus. Also hast du gesehen in der Gruppe, was ich reingeschickt habe, man kann auch in Sunbreak, kann man ab dann auch Monster schmeißen. Nur mit Saulkäfern halt. Kann man auch Monster schmeißen. Ach, man kann die schmeißen? Das habe ich nicht. Das ist das Schmeißen, ja. Das ist gegen Objekte schmeißen, nur halt mit Saulkäfern. Kann man dann machen. Auf dem Schweif, da kommt schnell aus der Wutphase. Nee, ich mach auf den Kopf, da mache ich mehr Schaden gerade. Ich mach auf dem Schaden aber auch gelbe, auf dem Schweif aber auch gelbe Schadenszahl. Ich nicht. Ja, ich war schon low life. Mit, Alter. Das ist ja affenhart, was der macht. Tut mir leid. Geh weg, geh weg, geh weg. Jit. Hallo? Ah, da bin ich von oben. Oh. Oh, das ist fangbar. Okay. Mach dein Ding. Ich bin Bait. Lui. Stell dir mal vor, wie bei Nützweiler einfach gestorben. Ich hab einfach random einfach hoch in die Luft gezielt, wo ich oben war, und bin direkt auf dem Rayang mit meiner Morphax gelandet. Bestienjuwel. Zwei Vogelwivern, Edelstein und ein Bestienjuwel. Ich dachte erst, die Quest verdreue dich, aber ging. Zehn Minuten 30 haben wir gebraucht, Schande. Welcome to the hub. Glaubst du, die bringt später ein... Oh Gott, drei Apexe, komm, nice, nee. Komm, wir trainieren uns erstmal ein, wir nehmen erstmal den Apex Mizutsune. Den Apex Mizutsune fand ich aber am räudigsten. Entweder der oder drei Apexe auf einmal. Hä, die sind doch genervt, die Quest haben wir doch schon mal gemacht, die ist wieder da, wo wir vorhin schon mal gekämpft haben. Ich glaub, das wird eine Event-Quest sein, ich glaube nicht, dass das die ist. Zeig mal. Und die wir gemacht haben, waren zwei Drachen und ein etwas anderes. So Donner oder Explosion, weil ich nur Donner habe, dann Donner. Drei Epixe, wo findest du die? Ist doch egal, komm jetzt einfach in die Quest. Die hab ich gar nicht. Muss ja auch beim Postboten alle Eventquests abholen. Ab
ich. Ach, das ist eine Event-Quest, ja, okay, gut. Vielleicht. Ja, ist es. Den Epics mit Sitsuno fand ich, glaube ich, wirklich sehr ekelhaft. Da kann ich mich noch low-key dran erinnern. Er macht Explosionsblasen. Hatte ich gerade. Alter! Was machst du dauernd mit deinem Mikrofon? Ja, hallo? Du berührst sowieso blau. Du hast mir gerade die Ohren gesprungen. Mikrofon ist auf deinem PC gelandet. Irgendwie hatte ich gerade das, was du schon mal hattest. Ist alles so richtig rauschend, ist hart rauschen. Dieses Headset ist eigentlich als Gaming-Headset für den PC gemacht, ist aber irgendwie richtig buggy. Entschuldigung, dass ich gerade hatte mal gesagt, aber du hast mir gerade die Ohren absolut weggesprengt. Das tat gerade einfach nur weh. Und du hast die ganze Zeit am Mikrofon gefummelt. Und das minutenlang schon. Hab ich nicht. Ich hab das kein bisschen berührt. Dann war es anscheinend auch ein Mikrofon-Bug oder sowas. Du musst mir das sagen, ich berühre beim Mikrofon noch nicht mal. Ich hab doch noch nicht mal meine Decke dran. Ich passe sogar immer extra auf, dass ich nicht irgendwie gegen das Mikrofon oder was weiß ich komme, weil ich ja weiß, dass sich das ekelhaft anhört. Also wenn ich das hab, muss ich sagen, dann stöpsel ich das kurz rein und raus. Nee, das, was du machst, diese Geräusche, ist, dass du immer dein Mikrofon berührst oder irgendwie in Bewegung bringst. Gegen die Decke, gegen irgendwas. Das höre ich immer. Naja, aber das kommt gar nicht richtig gegen die Decke oder so. Das ist, ich bewege ja auch deinen Kopf beim Zocken nicht. Erst Würmer sammeln, Dinger sammeln. Dinger gangeln? Erst Dinger gangeln, okay. So, jetzt hat man es gerade gehört. Sollte man es gerade gehört haben. Das war aber auch nicht mit Absicht. Gotcha. Ein Börselgehäuse. Beetlejuice? Hier in diesem Spiel haben sie die Musik von Börselgehäuse ein bisschen verändert. Vom Ton her. Bisschen anders gemischt. Dein Avatar klingt aber sehr männlich. Hä?
Es ist mir vorhin aufgefallen, als du zugeschlagen hast. Du hast für eine Frau in dem Game eine sehr männliche Stimme gewählt. Ich bin hier in diesem Spiel ein Mann. Ach so, ich dachte, du wärst... bin ich nur in World. Ich dachte, du wärst ja auch eine Frau. Weil die Männer hier relativ in Ordnung aussahen, habe ich hier einen Mann genommen. Dachte, und du hast ja auch... Und der Nostalgie wegen Monster der Try halber. Ich nehme fast jedem Game Kerle. Joink. Joink. Plärmetz, was ist denn das? Plärmetz, oder wie der heißt. Ja, was ist das? Was macht der? Der tut ein anderes Monster locken, aber auch nur, wenn das Monster ein paar Gebiete weiter entfernt ist. Das ist wieder Miefnerz, nur dass du nicht zum Monster, das Monster nicht selbstständig anlocken musst, sondern das lockt, also es ruft ein Monster an. Aber das darf halt, das Monster darf halt wirklich nicht an anderen Ende der Map sein. Also wirklich zu stark weit weg. Weil dann hört auch kein anderes Monster den Vogel. Zum Beispiel, wenn wir bei Mizuzune da oben sind, könnten wir den Rafalos rufen. Auch wenn der Rafalos jetzt zum Beispiel bei der 7 wäre, würde er den auch schon hören. Also noch hören. Nur halt nicht zu weit weg. Also quasi, wenn du beim Basel-Geuse wärst und dein Plärm-Dingens einsetzt, dann könnte keiner von denen da oben das hören. Das wäre dann zu weit weg schon wieder. Wollen wir denn jetzt angreifen, oder? Ich sammle noch. Ein bisschen. Immer gleich. Auf dem Weg da oben sammle ich noch ein bisschen. Oh, hier waren ja noch irgendwo Käfer. Es werden auch diese neuen Regenbogenkäfer geben. Der Käfer hat eine bestimmte... Flieke, weißt du. Ah, nee, ach Quatsch. Es gibt farbliche Seilkäfer. In Sunbreak. Ich will einen dunkelblauen. Ein Seilkäfer macht zum Beispiel das mit dem Schleudern gegen die Wände. Das ist halt dann das mit dem mit World kombiniert. Ein anderer Seilkäfer macht einen speziellen Move, glaube ich. Also es werden drei neue Seilkäfer geben, farblich. Verlust geht direkt zum Mizuzune. Let's go, würde ich sagen. Ich hab voll. Ausdauer und... Leben habe ich nicht voll, aber ich habe Ausdauer voll. Das ist alles, was zählt. Ich reite. Ja, mit 100 Brandschaden. Und vergiftet. Betäubt. Nochmal betäubt. Nein, wegen dem Schaden, nicht nochmal betäubt. Auch gut. Ich hab auch ziemlich auf den Kopf drauf getrümmert. Hat es den Schweif Elektro? Was ist mit dem Schweif? Nee, ach nee, das sind die Explosionsflammen. Ja. Die kann man auch auf den Boden hinlegen, wenn man rollt. Oder? Nee. Auch nicht. Ich muss mich hirn. Nee, man soll nicht rollen. Dadurch macht man die weg.
Man muss mit einem Seilkäfer-Move machen. Ja, ja. Und werde wieder vergessen, wie das ging. Achtung! Oh mein Gott, das war eine Ulti. Ja, der ist, hab ich. Ich hol mir den Basegäuse. Das aber war eine volle Ulti. Hui! Bist du schon bei Mitsu? Gleich. Bring nämlich eine kleine Überraschung mit. Wenn mir so eine würde ein Schlammkäfer nicht helfen hier. Alter! Du den dauernd von mir wegträgst. Das bin ich nicht mehr, ich bin schon längst wieder unten. Mach mal Donner auf den Mitsuzune. Oh, wenn wir jetzt ordentlich kämpfen. Legen wir ihn nochmal. Oh ja, ich geh mal weg. Der Wasserstrahl ist fucking bad. Ich hab so eine Flamme hingelegt. Also mir ist es nur drüber latschen. Ah, jetzt ist weg. Und ganz schön schnell weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Mhm. Schneekäfer, ich mach mal langsamer. Ja, bitte. Ja, ja. Autsch! Feuer!
Ich hab schon gesehen, wie er mich angeguckt hat. Böse. Komm schon, werd nochmal betäubt. Boah, macht dauernd so hart viel Schaden. Ich glaube, jetzt dreht er nochmal auf, aber das ist kurz vor seinem Tod, schätze ich mal, so viel wie er sich gerade erholen musste. Okay, so. Let's go! Just you wait! Das ist hier so eng, die kämpfe ich so ungern. Achtung. Ich weiß gar nicht, was gerade passiert ist. Auf einmal bin ich weggebombt. Oh, weg. Mach die Ulti. Einfach weg. Ich bin unter einem Haus, alles gut. Gut. Bist du fertig, Gojira? Ja. Also, das ging an die Zunge. What? Das war ein One-Shot. Ich war voll live. Kannst du auf sicher reißen oder sowas? Ich guck mal. Ich werde mich erstmal in sichere Entfernung begeben. Nee. Shit. Ja, dann geh ich mal kurz ins Lager und fress auch nochmal. Kann nicht schauen. Ich war voll. Das war noch nicht meine Ulti. Wie viel Verteidigung habe ich? 421. Und die Atmosphäre in dem Spiel ist gerade schön. Hier sind noch Verteidigungskäfer. Maximum gerade. Noch Miefnerz, aber alle anderen Monster sind ja schon. Ich habe noch zwei Miefnerz und ein Plärmerz. Das bringt ja nichts, Sega, also so. Haben sich ja schon alle gegenseitig. Probier's mal. Gotcha.
pfeifen die nochmal? Nee. Oh, Ulti, weg, 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 weg. Ach du Scheiße. Vorsicht, ganz zuletzt. Nein, nicht angeln. Ganz zuletzt tut er nochmal auf einen Sch. Aha, hat er auf mich gemacht, aber alles gut. Oh, ich gehe jetzt komplett auf sichere Entfernung, weil irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich was machen kann, weil ein Schlag, ein richtiger von dem, bin weg. Das ist eine bestimmte Attacke, da dreht er sich zweimal in der Luft. Nein! Schnell, Heilung, Heilung, Heilung. Ja, Strahl. Den hat Bert mich erwischt, dich nicht, aber mich. Da war ich gerade im Spin, da konnte ich nichts machen. Was zur Hölle? Da bin ich aber gerade auch full life gewesen, ey. Oh, eine Wasserkugel bekommen. Geil. Wow. Fucking lecker. Ist schon hardcore. Aber irgendwann müssen wir den noch fertig machen. Irgendwer im Body Plaza will mit mir reden. May the spirits protect you. Oh. Dann gehe ich mal auf Heilung. Ich meine, geh schon ruhig auf Angriff, also wie vorhin. 493 Verteidigung, ich habe fast 500 jetzt. Ich gehe damit. Was weiß ich. Also mich kriegt er halt nicht One-Shot aus, ich krieg den Tobi Kadachi-Sprung ins Gesicht. Komm, sicherer und Verteidiger. Ich habe einmal sicherer und Verteidiger auf 2, ja. Ich habe was mich. Ne. Und sicherer bekommen. Ja, dann hau drauf. Ich hab schwächer auch. Ich hab sicherer und schwächer. Na, los. Das heißt, dann nimm ein Hau drauf Set. Nee. Ja, dann geht's aber schneller. Ja, was heißt schneller? Ich will die Quest schaffen. Oh, ich muss noch annehmen. Ich dachte, ich hätte schon angenommen. Ich will mir überlegen, ob ich mich jetzt zum Kämpfen ins Bett legen soll, weil es einfach nur gemütlicher ist. Bleib doch mal bitte im Voice-Chat. Dann höre ich wieder nichts von dir. Ja, ist doch gut so. Oh Mann, so viel Zeit wieder in die Quest investiert und dann fehlgeschlagen.
Hast du mir hier jetzt die Miefnerz weggenommen? Du benutzt sie doch gar nicht. Och. Ja. Wieso ja? Ja. Diese Ruhe. Ist das die Ruhe vor dem... Ist das die sogenannte Ruhe vor dem Sturm? Das ist die Ruhe vor deinem Eichelkäse. Komm, ich will mal hier so Deep Talk machen und du bist so Ruhe vor dem Eichelkäse. Ja, ist halt so, ne? Der Einzige, der Eichelkäse hat, bist du und der stinkt bis hierher. Hab ich schon gezüchtet. Ich will gar nicht wissen, wie viele Pilzkulturen unter dem ekelhaften Vorhautlappen sind, Junge. Also. Ja, du hast angefangen. Beginne nie einen Krieg, den du nicht gewinnen kannst. Eklig, einfach nur eklig. Sag mal, bist du denn schon am Fighten? Nur die beiden, aber. Ja, dann geh hin. Dann komm mit. Ich bin schon auf dem Weg. Die Kappe seilt hier über die gesamte Welt.
Scheiße, ich bin runtergefallen. Weil mein Käfer leer war. Ich komme nicht hoch. Gibt's keinen großen doch. Das ist die falsche Richtung, Mate. Ich spiele Monster Hunter Spiele schon seit über 13 Jahren. Ich bin Monster Hunter Fan. Ich habe eine Monster Hunter Discord und WhatsApp Community und ich bin Leader davon. Also ich spiele schon sehr lange. Anime of Zero hat er bloß gefragt. Aber hab ich alles auf dem Kanal verlinkt. Auch, dass ich Monster Hunter ziemlich viel spiele. Habe ich in meiner Bio auch reingeschrieben eigentlich. Glaube ich. Und auf meinem YouTube-Channel gibt es sehr, 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 sehr viel von Monster Hunter. Der Bastelgeist ist näher dran. On fire! Ja. Hilfe! Ja. Uiuiui, da springt er runter. Und ich bin auch einer, der bei Fatale Speedrun hingelegt hat. Einen relativ in ordentlichen Monster in Morphax. Ich bin Morphax Main. Aber einfach nur Fatales Speedrun mäßig. Ich bin kein Freund von Speedruns in Monster Hunter, aber Fatales ist ein lustiger Kampf in dem Sinne. Der mir sehr gefällt und deswegen habe ich nur in dem Kampf einen Speedrun. Obwohl auch in Rise habe ich auch einen Speedrun, aber den habe ich den habe ich aufgenommen. Where the fuck are you going? My German friend. Bastelgeuse holen. Ah yes, so you leaving me alone? Beetlejuice. Den Juicy Boozy. Ist eins rumspringende Drache. One rumspringende Dragon. Oh no, little German boy, please help. Nächste Zone ist doch kein Drache. Leviathan. Du Vollhonk. Leviathan ist auch eine Art Drache. Boykottiere ich. Aber. Ah yes, ein Speedy-Juice. Und ich habe auch Monster Hunter Stories 1 und 2 auch gespielt und deren Zeug auf einen YouTube-Kanal gestellt. Vermittelt sich die Mount so. Den würdest du nämlich nicht hinbekommen, der ist ekelhaft. Aber die Story-Spiele sind nicht so meins. Ich mag mehr kämpfen, aber ich habe die trotzdem gespielt und die Lore von Stories 1 finde ich grandios. Auch wenn ich es auf dem Handy gespielt habe. Achtung, Ulti. Nein! Scheiß Bastelgeuse! Der war, glaube ich, nicht das Problem. Ich habe Mitsu gerade, betäubt? Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit betäubt, ja. Das hat mir gerade eine fette Kombo versaut, wo ich hätte Schaden drücken können. Na gut, Schaden ist Schaden, ja, davon jetzt mal abgesehen, oder? Trotzdem. Es ist ja cool, dass du Morphax so eine geringe Chance an Betäubung hast. Finde ich ehrlich gesagt Ulti gleich
Nicht so erotisch. Schärf mal ganz kurz. Nicht jetzt, bitte nicht jetzt. Ich hab's geschafft. Oh. Halt. Wolf. Entschuldigung, war nicht so gemeint. Darum bin ich gerade sein Target? Das ist nicht erotisch. Ja, auch nicht schön. Der hier, der ist One-Shot. Den hat gerade gemacht, der Angriff. Nein! Oh, geframe, ausgewichen. Hast du es gerade gehört? Dieses Klatsch-Klatsch? Was? Der hat gerade so ein... gemacht. Klang voll witzig. Hoffentlich hat man das gerade auch gehört. Weiß es nicht, was du meinst. Also so mit den Zehen einmal so zusammengebissen, man hat richtig das Gebiss zusammenhauen von ihm gehört. Achso, mit den Zähnen. Ja, ja. Shit! Geil mich! Hat meine Seilkäfer nämlich blockiert. Ulti, so ist. Oder Halb-Ulti, wie auch immer man das tun möchte. Aber einfach nur ein Strahl. Komm schon. Ja. Shit. Au. Ich sag schon, wenn ich Heilung brauche und Probleme habe, alles gut. Schneekäfer. Du hast auch einen? Ah ne, das ist ein Schlammkäfer. Ich hab den, alles gut. Dann muss. Kann ich schon. Oh, ich glaube, ich habe aus Versehen das mit dem Schlammkäfer jetzt überlappt. Alter, wow. So, brauchst Heilung, ja, okay. Nee, brauch ich nicht, ich sag Bescheid, kämpf. Pex Mitsuzune schon. Ei. Fucking annoying. Crazy. Donnerkäfer ist nämlich hier. Wenn er mal liegt und wir hart auf ihn draufhämmern, dann mache ich den Donnerkäfer drauf. Ja, du hast ihn jetzt selbst vergiftet mit der Kröte. Okay. Oh, ich muss schon weg. Ulti, er schreit careful. Ist after me? Okay. Aua. Irgendwas, Rücken glaube ich. Du bist drauf. Donnerkäfer ist aktiviert. Ja, ich heil dich. Ja. Ich habe keine. Leute, ich habe keine Tränke mehr. Geh ins Lager. Ja, ich halt noch aus. Ich habe ja noch Bruder. Alter, roll. Jetzt. Ich komme hier gerade nicht zur Ruhe. Plus, ich habe keine Ausdauer mehr. Oder Käfer. So. So einfach kann ich auch nicht ins Lager, aber ich muss jetzt so. Ich folge dir. Weil ich im Kampf bin. Zieh dich mit den Käfern weg, dann geht's schneller. Pro-Tipp. Oh. Jetzt bin ich zurück. Brrr. Gut. Entschuldigung, dass ich gerade so oft getroffen wurde, Alter. Es war fucking unlucky. Hauptsache, wir sind auch nicht. Obwohl, wir haben sicherer. Ah, erstmal durchatmen. Ja, natürlich. So, Raffalos und Börse Gäuse waren beide schon. Wir haben keine Trumpfkarten mehr.
Ich hab noch eine Trumpfkarte in der Hose. Warte, ich buff nochmal. Machst du diesmal lecker, lecker? Bleib einfach stehen, während du schlürfst. Ich bitte dich, das macht mir Angst. Okay, let's go. Okay, kommt ein Retter los. Retter los. Au. Komm schon, fetzt euch gegenseitig weg. Null. Hab den Raffaele erstmal mich zu tun, ist Flammen aufgehalten. Los, Ratolos, tu was. Du bist doch der Herr der Lüfte. Ratolos. Au. Ja, Mountbar. Der Ratolos ist Mountbar. Dann tu deinen Job. Drop it like a sword. Eieieiei. Ach, ich hab mir gerade versucht, so viel Schaden wie möglich zu bringen. Feuer. Und ich bin runter. Okay, ich habe so viel auch gemacht auf dem Kopf wie gegen, weil da auch die Schwachstelle ist für mich. Tappet ist ja das letzte Mal weggerannt. Monster rennen immer so 2 bis 3 Mal weg, dann weiß man, dass man die schon am Arsch hat. Also, nach meiner Einschätzung. Yes. Rücken? Haben wir schon den Schweif? Doch, Rücken. Schweif war schon. Nee, Schweif ist jetzt kaputt gegangen gerade erst. Ich hab das gesehen. Wenn du ihn doch abgehackt bekommst, bist du eine richtig gute Nudel. Oh, Ulti. Ja, wollte mich. Hab's gewusst. Mal schnell weggehangelt. Alter, es ist gerade ein Torpedo. Ach, boah, ich hab so gut ausgewichen gerade gegen den. Ja, ich hab's gesehen. War schon krass, kann man sagen. Ja, ja. Nicht mich, ich bin ein einfacher Jäger. Eigentlich nicht, ich bin eine Saphir-Sterne-Hulle. Genau. Ich hatte den besten Namen ever für unsere Community. Saphir-Sterne. Klingt viel besser. Schon wieder ausgewichen gegen den Schweifangriff. Du spielst du für Dark Souls mit Jung. Ja, stimmt. Elden Ring. Das ist Monster Hunter oder Elden Ring. Ich weiß es nicht. Schon wieder hast du gesehen? Ja. Yeah. Oh, ich geh mal lieber weg. Ich weiß nicht, was er macht. Okay. Ja, die Ausweiche kommt wohl von Elden. Au. Beetlejuice hat den Ort verlassen. Gleich kommt ein neues Monster. Ich bin mal on my way. Anjanath. Ich hol ihn. Ja, lass mich hier alleine mit meiner Nemesis Monster. Kein Ding. Mach ich gerne, das ist mein Hobby. Hauptberuflich. Ja, dann beeil dich. Wenn mein Köter mal kommen würde. Vincent! Los. Wie ich ausweiche, wie ein Ausweichgott. Greif meinen Hund an. Was soll das? Greif nicht meinen Hund an! Die Antonus! Ich
Die ganze Zeit meinen Hund an. Dein Hund ist ganz schön badass. Ach, greift wirklich kann man meinen Hund an. Seit wann ist ein Hund mein Hund ein Jäger? Und doch um welche Taktik du eingestellt hast. Ich habe zum Beispiel in die Enge treiben eingestellt. Kai? Nee. Andernach ist da. Lass mir den Mount der Andernach auch langsam, okay? Auch Raffalos ist weg. Ich weiß, ich hole jetzt. Oh, Holztrax. Ich komme mit Holztrax. Ja, es wird ja lustig. Ulti. Sind wir endlich den Kampf wieder mit dem Holztrax, Alter? Oder wir warten noch, bis er einen Hinterhalt macht. Weg. Aua! Danke! Oh, Anfall auf mich gemacht. Aber ich hab's ausgehalten mit dem fast 500 Verteidigung. Relativ gut sogar. Du musst jetzt noch kurz überleben. Ich überlebe den Angriff relativ. Ich hab's gesehen. Knapp. Der hat aber nicht. Hey, ist fast tot. Dann wird Waldstrax seine Nemesis werden. Oder meine. Also gegen, also gegen. Gegen Apex bin ich echt nicht gut eingespielt. Oh, was heißt. Ich hab gar keinen zweiten Miefen, als du den mir weggenommen hast. RIP. Bei Generations Ultimate wollte ich ja gegen Apex auch nicht wirklich gut kämpfen. Kai, ja. Waldstrax musst du holen, wenn du mir den letzten Miefnetz weggeschnappt hast. Auch eine Marionettenspinne. Du hast ja, noch einen Miefnetz. Und eine Marionettenspinne. Ja, viel Glück. Ja. Ja, hoffentlich stirbst du. Da nehme ich auch nochmal mit. Das jeder andere, der Kai und mich reden hören würde, würde wahrscheinlich denken, what the fuck ist mit denen falsch? Weil das Einzige, was mal von uns kommt, hoffentlich stirbst du und sowas. Aber wir beide wissen, es ist halt aufs Game bezogen. Und steht immer vor uns hört einfach nur jemand zu und weiß nicht, über was wir labern. Oder Mitsuzune schläft. Oh. Ja, echt? Oh, dann wird es Zeit für einen Düsenjet-Angriff. Wenn Vincent ihn aufweckt, bringe ich meinen Hund um. Zeit für und bitte trifft! Oh, es hat getroffen. Okay. Das sieht sehr gut bei aus beim Zuschauen. Wirklich? Dann wirst du dich jetzt gleich wundern. Auf geht's, der Düsenjet kommt! Also, ist ein bisschen blöd mit den Wegen hier, aber ich komme. Warte! Ja, okay, was los? Okay, jetzt! Was hast du? Was will? Ich hab ein Foto gemacht! Aha, okay. Shit. Schaffst du, komm. Ja. Naja, sag mal so, Anime of Zero. Ich
bin in meiner Gruppe, also in meiner Community, sind wir ja schon. Früher waren wir mal zu 90. Hat sich aber dezimiert, weil Leute keinen Bock mehr auf Monster Hunter Games haben. Oh, Ulti! Ulti! Discord sind wir noch zu 80, nur WhatsApp sind wir zu 45 ungefähr. Aber in World habe ich fast alle durchgezogen durch Alatrion. Hi! Durch Alatrion und durch Fatalis. Also ich war in World schon ziemlich der Beste. Und Kai und ich sind dann seit über 800 Spielstunden ein eingespieltes Team. In so gut wie jedem Game, aber größtenteils Monster Hunter ist wirklich das Top. Das Ding ist, das Lustige war wirklich gewesen. Oh, ich habe die Blase zum Zerplatzen bekommen. Nun! Das Lustige war wirklich gewesen, da gab es so jemand, der wollte mich übertrumpfen, hat Leuten gesagt, los, komm zu mir. Wir waren in derselben Jagdgruppensitzung, also in demselben Server gewesen in World, Iceborne. Und der wollte mich übertrumpfen und hat zu den Leuten gesagt, kommt mit mir zu Alatrion. Ich habe auch eine Gruppe gehabt, alle brauchten Hilfe, also es waren ungefähr 6 Leute, die Hilfe brauchten in Alatrion. Und da sind andere Leute zu mir gekommen. Ich habe nicht wirklich gesagt, hier kommt schnell zu mir und so, ich bin eh besser und so. Das habe ich nicht gemacht. Der eine war nur provozierend so ein bisschen gewesen. Und wollte besser sein als ich unbedingt. Aber ich habe einfach nur auf Technik und auf Sets immer. Also ich bin gut in Sets bauen. In Monster Hunter schon immer. Und er hat mit den Leuten fast immer verloren oder eigentlich jeden Kampf verloren und ich habe mit meinen Leuten immer gewonnen und dann irgendwann die Leute von ihm haben gesagt, nee, ich gehe mal lieber bei Kai mit, der kann das. Das fand ich so geil, wo der Typ das gesagt hat. Aber das fand ich so geil. Das war wahrscheinlich so peinlich für ihn gewesen. Für den gegen mich provozierende halt, aber ich fand das so genial. Oh shit! Oh. Aber ich fand das so genial einfach, wie der das gesagt hat. Nice. Oh, okay, also gegen Apex brauche ich immer lange. Gegen Apex habe ich auch noch gar kein Set gemacht. Und keine Technik. Nee, aber bei World bin ich echt Spitzenreiter in der Community, wirklich. Ohne dass ich es will. Also ich bin einfach in Sets bauen gut. Theoretisch bin ich auch bei World ziemlich spät eingestiegen, als die Kulver Tarov Event Belagerungsquest rausgekommen ist. Da habe ich erst Monster Hunter World gespielt. Da habe ich mir erst Monster Hunter World gekauft. Weil ich dachte erst, Monster Hunter World ist nur ein Story-Game, aber kein Mehrspieler-Game. Ich dachte, das ist komplett offline. Und deswegen habe ich mir seit 2 Jahren Monster Hunter World nicht gekauft. Und irgendwann habe ich mir das gekauft und dann habe ich gesehen, also weil es im Sonderangebot war, und dann habe ich mit Jesse zusammen gezockt, und dann habe ich gesehen, ja wow, ist ja doch mehr Spielermodus. Und verdammt geile Story auch. Und dann haben wir gezockt, wo erst Kulver Tarov reingekommen ist. Und dann haben wir irgendwann, wo ich mit dem Spiel gut klargekommen bin, und mit den Sets auch, und mit allem auch, und mit den ganzen Monstern auch, noch eine Wasserkugel. Ich nicht. Alter. Und dann habe ich irgendwann halt die Community aufgemacht und die entsteht schon seit 3 Jahren. Ich glaube, die ist schon seit 3 Jahren, ne? Es gab Monster Hunter Communities, da waren die Admins richtig toxisch und ich bin halt auf Demokratie und auf Gerechtigkeit. Und ich bin zu den Leuten nicht schlecht oder böse. Nur halt gegen toxische Leute, die bei uns drinne waren. Und auch die mussten gehen. Und auch die haben wir demokratisch. Wir sind auch zu viert als Admins. Auch die haben wir demokratisch aussortiert. Leider mussten wir. Aber nur nach mehreren Vorfällen. Also wir machen das wirklich ordentlich. Wir machen das wirklich ordentlich. Wir sind ordentlich und gerechte Admins. Will ich mal dazu sagen. Aber es gab sehr, sehr viele Monster in der Community. Die habe ich schon relativ schnell übertroffen. Weil ich relativ schnell Leute zusammengesammelt habe. Also anzahlmäßig sind wir immer noch größer als andere Monster in der Communities, auch wenn ich bisher keine Werbung gemacht habe seit 2 Jahren oder seit über einem Jahr. Ja, seit über einem Jahr und
Ja, seitdem ich mich nicht mehr bemüht habe, aber es sind halt viele da, weil sie einfach loyal sind, treu sind und einfach nur da bleiben seit 2-3 Jahren in der Community, weil sie einfach wissen, es ist halt eine ordentliche Community, die ich aufgebaut habe. Und die meisten da in der Community haben mit meinem Twitch-Kanal auch gar nichts am Hut gehabt. Und auch mit meinem YouTube-Kanal nicht. Quasi, es gibt so eine kleine Grenze zwischen meinem Twitch-Community und zwischen meinem Monster-Community. Huch, hab einen kurzen Fehler, jetzt alles wieder in Ordnung. Audiofehler. Ja, es gibt so eine kleine Grenze, die haben nichts mit meiner Twitch-Community gemein und meine Twitch-Community hat nichts mit meiner Monster-Community gemein. Aber das macht ja auch nichts. Sind zwei unterschiedliche Welten. Aber ist nicht schlimm. Oh, zwei Bissharten, oh Gott. Nee, brauche ich selber. Also würdest du sagen, dass sich jemand, der das Game noch nie gespielt hat, zu kaufen und zu suchten? Ob sich dazu lohnt, Monster Hunter World meinst du oder Monster Hunter Rise? Also ich muss sagen... Ja, er weiß, er hat mir noch nicht gesagt, welches Spiel jetzt. Jetzt warte mal ab hier. Nein, warte einfach erstmal ab, Rise. Also, ich sag dir mal von meiner Erfahrung, es ist definitiv einfacher als World. Es ist kinderfreundlicher. Es ist gemütlich. Man kann nicht zu 16 Spielern in einer Sitzung sein, wie in World, das jetzt nicht. Es ist definitiv einfacher, das Spiel, als World. Es ist nicht so umfangreich wie World. Es macht für mich persönlich 70% nur so viel Spaß wie als wie World. Es ist schon eine andere Sparte. Es ist schon in dem Sinne schon etwas anderes, also schon was etwas sehr viel anderes als World. Weil, aber so für den Anfang, wenn du noch nicht wirklich Monster Hunter Games gespielt hast, ist Rise eigentlich gut, ja. Relativ gut. Das Set-Bauen ist hier ein bisschen kniffliger als World. World ist einfacher mit Set-Bauen und mit Ausrüstung und Waffenkombination und Fähigkeitenkombination ist World besser. Einfacher. Erklärmäßig besser gestaltet und... aber Rise wurde wieder in das alte Schema, in das alte, wieder, haben die wieder zurückfallen lassen, so ein bisschen in das alte, in die Richtung des alten. Und das alte war sehr, sehr, sehr kompliziert gewesen in alten Games. Hab ich noch nie gespielt. Ja, für den Anfang ist World ist schwieriger, von den Monstern her. Aber erklärungsmäßig für den Anfang ist es sehr, sehr gut für Anfänger, die noch nicht wirklich was mit Monstern dann zu tun hatten. Rise ist minimal schwerer mit dem Setbauen, mit den Fähigkeiten im Zusammenhang mit den Waffen zusammen zu kombinieren, aber die Monster sind dementsprechend einfacher. Hat das mal in der Videospielmesse von Nintendo gesehen? Da kenne ich das, okay. Ja. Ich muss auch sagen, ich bin genauso wie du. World und Rise sind quasi meine ersten richtigen Monster Hunter Teile gewesen. Davor habe ich nicht an Try versucht, habe ich aber nicht mal gewesen. World ist wirklich von der Steuerung, von der Physik, also die Spieler basieren auf derselben Physik, aber es fühlt sich halt noch irgendwo anders an. World fand ich tatsächlich auch schwerer, da haben mich nur zwei Waffen richtig angesprochen. Das sind auch so mehr Waffen, wo du eine gesunde Distanz zu den Monstern hast. Aber hier musste ich sagen, spiele ich das erste Mal eine richtige Körperkontaktwaffe, also den Hammer. Für mich zum Einstieg ist es auch eine einfache Waffe, die nicht zu viele Kombos hat. Es ist gut zum Reinkommen, wenn nicht. Bogengewehr und sowas ist hier auch durch diese ganzen Säkiefer-Fähigkeiten angenehm. Man kommt hier sehr gut rein, auch als Monster Hunter Noob. Jetzt mal, damit das auch mal von einem hörst, der wirklich kaum was mit der Serie am Hut hatte. Klar hatte ich in World auch 800 Stunden, aber da ich hier eine neue Waffe spiele und nicht auf eine klein wenig andere Physiken, andere Kombos nur einstellen musste, war ich in dem Spiel hier quasi auch ein komplett Noob. Bis auf, dass ich einige Monster schon kannte und das drumherum mit den Tränken, mit dem Crafting. Aber es ist ein sehr gutes Anfangsmonster, unter meiner Meinung nach. Und da kann ich Kai in dem Punkt, die er schon genannt hat, auch nur zustimmen. Also wenn du mit einem anfangen willst, finde ich das hier sehr gut. Warum hast du da... Ja, wie gesagt, erklärungsmäßig ist... Ja, weil das bald endet. Wie gesagt, erklärungsmäßig ist World besser.
erklärmäßig. Aber das Ding ist ja halt, oh, oh, ich bin mir unguckt, ui. Das Ding ist ja auch, ich wollte irgendwas sagen, hab's auch wieder vergessen. Nice. Ja. Ich kann viel über Monster da erzählen. Ich kenne ja auch die gesamte Lore. Ich kann, Alter, ich kann über eine Stunde über die Lore erzählen. Vermutlich sogar. Also... Und ich auf meinem Discord-Server, den ich ja komplett auch selber kreiert habe, größtenteils, da sind auch über 5, 6 Kanäle, wo ich lore-technisch sogar was verfasst habe. Also ich habe selber alles reingeschrieben. Kopiert vielleicht sogar von Internetseiten, über Google-Übersetzer übersetzt. Und dann mir das selber nochmal bearbeitet, die Texte, sodass es grammatikalisch ordentlich ist. Und dann alles auch in den Discord-Server reingemacht, sodass die Lore auch wirklich komplett auch in meiner Community im Discord-Server auch verschrieben ist. Also ich spiele auch Morph Axe über 13 Jahre in Monster Hunter Games in jeglichen Try. Ich kenne Rhythmus, Musikspiel auf der PSP oder war das PS Vita, ich weiß es nicht. Das allererste Monster Hunter habe ich zwar nicht gespielt, aber ich habe es mir angeguckt auf YouTube. Stories 1, Stories 2 habe ich gespielt, Monster Hunter Try, Monster Hunter Try Ultimate. Generations habe ich mir angeguckt, Generations Ultimate habe ich gespielt. Dann halt World, Iceborne, Rise jetzt hier und verdammt gehypt sind wir alle wegen Sunbreak, weil es ist mittelalterlich. Und mittelalterlich war das letzte Mal bei Monster Hunter Try. Nicht bei Try Ultimate, sondern bei Try. Da war auch eine Stadt gewesen, die als Online-Stadt fungiert hat, als Mehrspielermodus. Und jetzt ist wieder mittelalterlich in Sunbreak und da sind wir verdammt gehypt drauf. Und vor allem ich auch, weil ich ja aus dieser Mittelalter-Sparte in Monster Hunter ja auch ursprünglich komme. Gute Grafik sieht gut aus, aber man hat halt dieses RPG-Feeling, finde ich, beim Zuschauen. Ja, ist bei World besser. Ist bei World besser. Hm? Ja, hat er bloß... Ja, ist auch ein Action-RPG. Ja gut, was ist heutzutage? Welches Spiel ist heutzutage kein RPG? Ja, alle modernen, die unterstützt werden von solchen großen wie nennt man die? Von solchen großen wie Sony und alles möglich, meine ich jetzt. Publishern, genau. Wir können ein paar kleine, lustige Arena-Quests machen, die wir beide auch noch nicht haben. Ich gehe nochmal ganz kurz auf Klo, zum Beispiel Lagomir-Arena. Der kleinste Schneesturm heißt der. Oh, mal gucken, was das ist. Wahrscheinlich wieder geschrumpft. Ich werde kurz... Also sagst du World kaufen. Okay, passt. World und dann gibt es dazu die Erweiterung World Iceborne. Auf der PS4 kann man beides kaufen und ist vielleicht sogar schon mittlerweile im Angebot. Da kann man World und Iceborne zusammen im Pack, ich glaube, für 60, 70 Euro kaufen. Früher war ja einmal World für 40, Iceborne für 30 Euro ungefähr. Mittlerweile wird es, glaube ich, zusammengefasst für 50, 60 Euro sein. Oder vielleicht sogar beides zusammengefasst für 40 Euro? Ich weiß es nicht. Aber ist schon relativ günstig. World spielt aber kaum mehr jemand. Also da gibt es trotzdem noch Spieler, da gibt es trotzdem noch Sitzungen, Server halt. Spielt aber kaum einer mehr. Also wenn du Solo spielen willst, gut. Ja. Ich weiß nicht, ob sich bei mir, ich glaube bei mir in der Community, die spielen kaum noch World. Aber naja. Aber würdest du World spielen, würden wir beide auch vielleicht mitmachen. Aber ich würde die Story halt nicht nochmal mitmachen, weil ich habe auch schon dreimal durch die Story durchgemacht. Bis fast viermal. Ja, das, ja. Ist ja langsam so ein bisschen mau dann, wenn man so oft die Story macht. Bin mal hier. Und geh mal am Pausenbildschirm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich groß muss auf Toilette. Ich gucke mal, ich glaube schon. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Wir sind auf jeden Fall gleich wieder da. Ich gehe mal am Pausenbildschirm. Ah.
Achso, stimmt. Die Jessie kann übernehmen mit ihrer Switch. Die Jessie kann ja einfach die Switch in die Docking Station reinstellen. Mach mal so. Jessie, komm her. Dann übernimmt Jessie ganz kurz. Und ich mach kurz den aus. Und gehe auf Jessies Konsole, Jessie. Ja, was ist denn? Achso, lass mal die Switch hier so liegen, ja. Ich bleib ja so lange dann drinne. Kannst ja dann wieder die Sticks bewegen, damit ich nicht rausfliege. So, also. Hab diese Edition gerade im Angebot gekauft. Oh, sehr schön. Also wie, für 20 Euro. Ja, World ist relativ, ich hoffe, du hast auch Iceborne, weil Iceborne ist viel besser als World. Aber du kannst halt Iceborne erst spielen, wenn du World fertig gespielt hast. Nee, die Story. Nicht. Doch, die Story muss ein bisschen. Dann kommst du erst in Iceborne und dann ist ja eine komplett andere Taverne und so. World plus Iceborne für 20 Euro? Alter, komplettes Schnäppchen hast du gemacht und die beste Entscheidung deines Lebens. Glaub mir. Ja. Glaub mir. Monster Hunter, muss ich dir aber sagen, ist ein, hätte ich lieber vorher sagen müssen dir, es ist ein verdammtes Grinding-Spiel. Also du musst, es ist nicht nur so, dass du nur einmal ein Monster für 58% untergesetzt, achso, sehr gut. Es ist nicht nur so, dass du ein Monster einmal besiegen musst, sondern mehrmals für Rüstungen, Waffen und sowas. Okay, sehr gut. Dann wirst du sehr viel Spaß haben, glaub mir. So, dann ist Jessie gleich da. Wenn ich, kann ja ich auch mal den Pin streamen, Alter. Und du sitzt nur nebenbei und zockst. Dann sieht man mal meine POV. Ja. So, eine Sekunde, ich muss mich hier noch kurz richten. So, hi. Es ist 20 Minuten, es ist krass, okay. So, wie gesagt, selbst ich war früh über der Monster Hunter. Hi, Anime. Muffel. Aber ich habe mit World auch einer meiner großen Spielelieben zu der Reihe gefunden. Auch mir geht's gut, dir auch hoffentlich auch. So, oh Gott, das ist so der andere Controller. Muss ich denn jetzt noch? Ich gucke mich hier gerade um, welche Quests ich noch machen muss. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust. Die sind alle hochrangig. Ja, let's go. Kann dich ja mal ganz kurz rumführen, auch hier. Good luck out there. Oh. Ja, ich bin kein Furry. Das hast du zum Beispiel auch, da kannst du deine Kombos üben. Das finde ich immer ganz cool. Oh nein, die Donnerbirne. Shut up. So durch das Dorf bewegen. Du hast zum Beispiel einen Trainingsbereich. Der ist hier sehr geil. Kann man da seine ganzen... Warum? Ich habe mich gerade gefragt, warum mein Ausweichen nicht funktioniert. Der ist doch fett auf Klo mit Bauchschmerzen. Er denkt sich nur gerade. Guckt mir nebenbei noch auf dem Handy zu, was ich hier gerade so mache. Oh Gott, das Movement ist so anders mit dem. Und hier trainieren. Ist ganz geil. Wo wollte ich ihn durch das Dorf bewegen? Schallwerk. Aber die Ladezeiten auf der PS4 sind Ewigkeiten. Wenn du keine PS5 hast, ist es grausam. Schläger, Schwächer, Reiter. Okay, easy. Ich hätte meine Sticks benutzen sollen. Ey, hiermit spielt sich das so weird.
Ich spiele Monster Hunter sonst nur im Dock-Modus. Nicht im Dock-Modus. Alles andere aus dem Dock-Modus. Nein. Das fühlt sich komisch an. Objekte senden, darüber schalten. So, jetzt hole ich mir mal ein paar Fallen. Let's go. Und auf einmal keine Bauchschmerzen. Du bleibst jetzt auf Klo. Ich habe mich jetzt ja einmal breit gemacht. Sprich ich mal auf eine Quest. Ach, du hast ja sonst nur das Hin- und Herschlagen von Kai gesehen. Ah, jetzt kommt der coole Bub. Kai macht sich selber. Sie keine anderen Monster? Doch, ein Nagakuga. Und... Kai hat sich angeschissen. Nein, hat er nicht. Er ist einfach nur duschen. Ganz normal. So. so, wo geht's denn hier genau? Der Mief, da ist ein Miefnerz. Ist da in der Nähe auch ein Miefnerz? Mief? Ja, kurz hier. Und ist noch nicht laut genug, finde ich, eingestellt. Sitzt zu der Stimme. Bin ich ein bisschen fulminanter als du, oder was? Also so lauter als du. Nein. Ich habe nur beim Streamen nebenbei gehört. Prepare to be hunted. Hallo? Siehst du mich mal? Laut, Bruder. Lauf. Das ist der Zinogre. Der Zinnogrot mit einer der geilsten Musikstücke, finde ich einfach nur, weil das mit E-Gitarre ist, zumindest in World. Guten Morgen! Okay, gut, dass ich mal einen Vergleich hören kann. Scheiße. Was tue ich denn? Hyvern reiten, jetzt geht's rund hier. Ulti. Das ist ein Ratian. Das ist mit die Königin der Lüfte. Neben dem Rathalos. Und zumindest so gesagt. Und da. Der Controller hier reagiert ein bisschen langsamer als... Wir sind ja noch nicht fertig miteinander. Überlebt habe. Wow. Wie respektlos. Im Runterfall, der war doch mal voll die Schnauze gehauen. Okay, ich hole mal schnell mein zweites Monsterchen. It's trying to get away. Ja, mit seinem Schweif. Das ist, der Ratian kämpft sehr viel mit seinem Schweif, weil da ist, der Anatomie zufolge, Gift drin. Genauso wie in den Klauen. Ich glaube, beim Rathalos ist es nur in den Klauen. Beim Ratian ist größtenteils im Schweif Gift drin. Ja, wir haben uns halt irgendwie studiert, also don't mind me.
Jetzt hab ich dich? Nee, jetzt hab ich dich. So. Und da oben ist die... Oh, hier ist noch so ein Lampendingens. Oh. Upsi. Ja. Du musst manchmal zweimal A drücken, bis überhaupt was reagiert, Lu. Der Nagakuga, der ist da. Okay, dann holen wir den auch mal gleich. Wo ist er? Nagakugo. Der ist übrigens Sachse. Nein. I'll distract it. Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Es irgendwie erinnert mich Nagakugo so ein bisschen an einen Panther. Hast mich schon vermisst? Putz, Alter! Was macht der denn? This one's all for you. You do what I say now. Nagakugo macht ihm halt einfach kaum Schaden. Jetzt der Let's Go, Ulti. 73. Hier rumschleicht, Alter. Irgendwas ist von ihm gebrochen, das war nicht der Kopf. Beste Kopf. Oder doch? Lol. Ja, greif mal. Jo. Ging gerade nicht so wie ich wollte. Schleudern. Schleudern. Und schleudern. Drück mal A. Ich drück die ganze Zeit A und der macht nicht. Ich glaube, der Controller ist im Arsch. Warum? Nö, aber der A-Knopf geht doch, ne? Ich frage mich gerade, warum der die ganze Zeit nicht reagiert hat, als ich meine Ulti machen würde. Nicht runter! Er hat mich einfach runtergeschmissen, Alter. Böses. Ja, wieder hoch. Ein Ninja. Oh,
Aua, aua, aua. Es wird zwischen mich keinen Bock mehr. Scheiß Woggy! Don't let it get away! Ui. Fährt zum Schleifen. Now's my chance! I feel terrible. Ride like the wind! Hat mir da gerade jemand Gift in den Nacken gespuckt, ja. Was noch ein Miefnetz? Ui. Excuse me for a moment. Ah ja, so. Let's go. Das war der falsche. Leute, habe ich falsch auf dem Map gelesen. Tut mir. Ich glaube, er ist über mir. Ein Gespür. Jetzt ist er unter mir. Und weiter geht's, die wilde Fahrt. Die Dinger gar nicht, oder? Okay, die Dinger gehen gar nicht. Weil bei manchen Monster kann man keine Elektrofallen benutzen. Zum Beispiel bei dem. Ich dachte, wenn er nicht aufgeladen ist, geht's, aber es geht anscheinend nicht. Aua. Klappe. Überdimensionale Mieze-Tatze. Jetzt kriegt er sie weg. Yes. Eins Mieze-Tatze. Die schläft nur. Lila Dunst. Ein Stinknerz. Einfach mal Knöll werfen. Alter, stöhnt er dabei so rum? Uff.
Nothing to it. Yeah. Mal wieder eine Scheiße bekommen. Ladeschgrün. How can I help you? Which quest would you like? Auf zum Tigrex. May the spirits protect you. Ah, das war in Monster Hunter World besser gemacht, gebe ich zu, mit den Objekten hin und her. Das war sehr viel angenehmer von der Knopfverteilung. Oh, sweet. Yeah. Was ruft die so? Hey, Alter. Ich muss mal kurz gucken, was meine Truppen machen. Oh, was ist los? Ein extra Apfel. Om nom nom. Let's talk business. Let us trade. Was? Ah, ein Küche brechen. Ah, nehmen, da. Was hab ich hier bekommen? Okay. There is great beauty in this village and in the hearts of its inhabitants. Even just watching you choose. Ah, ich wieder abgelegt so. Oh, joho, ich habe eine Menge Zeug. Ich habe mich nie so richtig umgeguckt. Ist endlich voll chillig. Gebiet wechseln? Was? Ah, wahrscheinlich zum Trainingslager. Oder? Also gucken, was der Kauz da oben wieder macht. Der hat schon wieder was für mich gesammelt. Aalei. Für den Eihammer. Oh. Ein Kauz. Ist es meiner? Warum kann ich den Kauz nicht rufen? Die Musik, die kann jeder hier für sich auch anders einstellen. Ist nicht so wie in Word. Da kannst du die nur in deinem Haus für dich einstellen, in deinem Zimmer. Ob es auf dem normalen schon geht, weiß ich nicht. Ich weiß ja, dass es eine Eisbahn gibt. Eine Eisbahn gibt es auf jeden Fall. Und die hören dann die anderen auch. Aber hier kann jeder die Musik für sich alleine einstellen. Man kann auch entscheiden, wo welche Musik spielt. Ich habe immer die von der Randale. Ich glaube zumindest, dass es die von der Randale war. Weil die finde ich toll. Ja. Oh nee. Was für ein Quick One? Das ist ein Tigrex. Blitzbombe. Oh, ich soll meine nicht verschwenden. Hi.
Ja, falls Sie es bemerkt haben, ich bin auf einer Tigrex-Quest. Das heißt, du kannst jetzt erstmal so mitkommen. Oder du machst mir auch mit, was zu essen? Kommentar von Kai, der Kuchen ist hart. Ich hab den ganzen Tag nichts gemampft. Er lässt mich einfach verhungern, der Olle. Gibst du mir kurz mit bei dem Tigrex? Das ist eine niedrigrangige. Ich hab da einfach keinen Bock drauf. Hä? Nein. Einfach nur draufhauen. Oh, noch da. Bin noch behindert. Hab ich Idiot den Miefnerz jetzt nicht mitgenommen? Bin ich dämlich? Gute Nacht, so. Let's go. Eselin hüpf. Warum kann ich da nicht durch verarschen? Alter, ist der langsam. Die Hälfte der Reizzeit um, Alter. Was? Ja, okay, back dich halt fest. Ach, egal, ich hätte den Anjun auf, der ist sowieso cooler. Scheiß Basarius backt sich an allen Ecken fest, Alter. Jawohl, Hi! Bleibst du? Glaubst du auf den Schweif? Bitte?
Ich hasse den Tigrex. Sehr. Alter, jetzt bin ich dann auch. Kannst du mich healen oder so? Hä? Ja, ich bin noch gerade. Meine Konzentration ist auch gerade ein bisschen am Arsch. Leider. Nein, aber ich habe gerade weird zu erklären. Aber wenn ich sehr müde bin, habe ich so eine. Stellen in den Augen. Ja, das ist komisch, sich dann auf eine Sache zu fokussieren. Ich schleife ihn da wohin, wo es besser zum Schmeißen ist. Also hier kurz in den Gang. Selber habe ich auch schon mal, ich bin die Zeit lang mal zu lange in der Leitlande gegammelt hatten. Das ist diese ganz starken Kopfschmerzen, das ist durch Bemüdigkeit auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch auf YouTube kommt, aber wenn ja, tschüss YouTube. Ja, wir haben euch lieb, ihr seid eine tolle Community. Danke für alle, die heute zugeguckt haben und so. Es war echt schnaffte, es hat Spaß gemacht mit euch. Na dann, bis ein andermal, bis morgen wahrscheinlich.